Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit unserer Karriere. Herzlich willkommen an diesem für mich besonderen Tag. Ja, ich habe heute Geburtstag. Für mich gibt es ein Geschenk hoffentlich, und zwar der Einzug ins Copa de España Finale mit dem Sieg gegen Let's Sevilla. Hinspiel war 5:2 ausgegangen. Und jetzt dürfen wir auswärts mal ran. Raúl García ist doch nicht mal im Kader. So, kurz mal im Reingucken. Maurice, ja, der seine Sache bisher wirklich sehr, sehr gut macht. Deswegen wird er auch von Beginn an, wird er jetzt als Stammspieler gelistet. Und jetzt geht's ins Match. Oh. Wir wollen einfach einen Ort gewinnen, ja klar. Ja, aber gesagt. Wir müssen auf jeden Fall konzentrieren. Nicht so arrogant klingen, weil ich bin mir sicher, heißt ja, das machen wir schon irgendwie so nebenbei. Nee, nee, Konzentration, das muss hochhalten. So, gehen wir rein ins Match. Leider darf Maurice heute nicht von Beginn an ran. Würde mich mal aus dem Kader, also hat nichts irgendwie mit gegen ihn zu tun, sondern das ist einfach nur mal bisschen schon. Also einfach nur mal ein bisschen schon. Wie gesagt, das hat nichts mit, ist keine Entscheidung gegen, sondern eine Entscheidung für. Warte mal, ich lass mal. Ich komm. Wir nehmen es einfach mal hin. Wir machen, wir müssen ja eben ein bisschen mal. So, na dann, auf geht's ins Match, hä? Ich bin mir eigentlich. Ja, Fußball kannst du mir immer unsicher sein. Mal gucken. Williams, ist der Mittelpunkt. Als bester Torjäger im spanischen Pokal ruht natürlich in dieser Partie einiges an Verantwortung auf seinen Schultern. Wir zeigen es Ihnen live. Wie gesagt, ich möchte mir euch selber beschenken und möchte dir als Einzug ins Finale. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Begegnung. Das gewohnte Team heute an dem Mikrofon, Rolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir sind zu Gast beim Rückspiel im Halbfinale. FC Sevilla gegen Athletic Bilbao. Wir erinnern uns, die Gäste haben das Hinspiel deutlich für sich entschieden. Also ist natürlich eine klare Ausgangslage für dieses heutige Rückspiel. Da müsste schon eine Menge passieren, damit das Ding noch kippt. Da haben wir mal, dass es klappt. Ganz gut. Da haben wir die Aufstellung. Das ist die Sevilla. Taktisch wählen sie heute 3-4-3. Das heißt, sie betont das Druck. Achtung auf die Nummer 11, Luis Muriel. Dann ihr System aufziehen. Wenn es gelingt, Wolf, ist das vielversprechend. Hat aber auch Risiken. Ja, wir haben natürlich aber ein bisschen rotiert. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von dir. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch. Oh, Goris Tabelle, der muss aufpassen, dass er keine Gelbe sieht. Sonst ist der im Finale nämlich gesperrt. Ich brauche ihn hinten rechts. Ich hätte vielleicht so rausnehmen müssen. Der FC Sevilla hat, wenn wir uns so die letzten 10 Jahre anschauen, natürlich vor allem auf europäischer Ebene geglänzt. Ja, da waren sie wirklich eine Macht. Europa-Cup-Experte. Aber auf nationaler Ebene, Wolf, da ist es schwierig. Da hast du die zwei, drei Großen, an denen du kaum vorbeikommst. Richtig.
Na dann, auf geht's ins Spiel. Wieso? Solange hier alles 0-0 steht, ist alles gut. Und das gibt den Freistoß gegen Sevilla. Muniain. Sie bekommen ja den Ball nicht weg. Weil eine leichte ein kleiner Versuch. Gewinnt dieses Duell. Die Flanke. Aber hier ist nichts mit Auswärtstorregelung und so, ne? Jetzt wird Sevilla hier 3-0 gewinnt. Weiter am Ball, Abwehr für kein Mittel. Gute Chance. Bilbao macht das Tor. Gewinnen würde, wäre Verlängerung. Hier steht aber 0-1 mittlerweile. Atletico führt durch euren Sanchez. Doppelpack gegen Barcelona. Jetzt schon wieder sein Treffer. Und mal früh dem einzigen Team, das es bisher schlagen konnte, den Zahn ziehen. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Also, achte Minute schon mal das 1-0 zu stellen. Er steht nun insgesamt 6-2. Weiter geht's in diesem Spiel. Ah, muss jetzt hier sich irgendwie einen Fehler machen. Ich krieg hier mit Dame und dem Keeper nicht ausgesprochen. Drei. Und Konter. Muniain, mal auf der anderen Seite. Also nicht gereicht in dieser Szene. Nein, es ist kein Abseits. Raúl Garcia, der kam nämlich aus der eigenen Hälfte. Da hat er die Chance. Und das ist ein perfekter Konter. Abgefangen, 0-2. Das schafft es statt Sevilla. Hier irgendwas auf die Reihe kriegt. Ein Konter, der einen Ball reinhauen kann oder was auch immer. Nö, wir kontern uns einfach mal, also keine Ahnung. Wie gesagt, Abseits konnte nicht sein, weil die eigene Hälfte. Konter perfekt auf und dann machen sie es eigentlich gut. Lässt die 23 da hinten stehen und haut das Ding einfach mal kurz ins lange Eck. Aber das ist einfach gut gemacht. Den Macau. Ganz entspannte Minen auf. Ja, und dann jetzt Würzburg. Oder 2-7. Und jetzt braucht sie wieder schon 5 Tore, um in die Verlängerung zu kommen. Und das schon eine Viertelstunde. Immer neu. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Ja, warte mal kurz noch. Ah, schade. Das war eine Idee, das könnte gelb geben. Und bei Rot wird es nicht sein. Nein, gelb war zu Bell, ja. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Immer noch besser als großer Bell, der da ja wie gesagt gelb vorbelastet ist. Acuña. Jetzt kann das Tor fallen. Guter Block, aber sie müssen und aufpassen. Aguirre Zabala heißt er. Aber wie gesagt, es ist schwierig, ihn auszusprechen. Muniain. Hat viel zu viel Platz. Da kriegt quasi nur Geleitschutz. Jetzt kommt die Flanke rein. Sanchez, danke. Die Ecke kommt zu kurz. Nein, keine gute Befreiung hier. Aber. Ah, war mal eine Idee. Sanchez. Dimitrovic aber. Passt da gut auf. Ja, gute Idee. Ja, ein bisschen. Corona. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Und wieder hat unser Schlussmann die Kugel ziemlich sicher. Goretzka. Und der Ball geht durch, aber zumindest hinterläuft. Das macht er perfekt und damit hat er Platz. Auf außen ist jetzt Platz. Sie können es machen. Schön, das war eine. Und da kommt so ein Pass raus. Hat für alle Optionen der Welt. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Aber Sevilla kommt überhaupt nicht in Zug.
Woher ist der Ball? Williams. Das Williams! Fehlpass. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Enisiri. Da, der Konter. Der hat zu viel Platz gerade, so ein bisschen zu viel Platz. Und macht das Ding. 1 und 2. Noch 4 brauchbar als Sevilla. Ist das so ein kleines Strohfeuer oder ist es die große Aufholjagd? Enisiri hat viel zu viel Platz. Viel zu viel Platz. Sebeldia kann nicht richtig rein oder kommt nicht richtig rein und unser Keeper hat ja keine Chance. Also, nur noch 1 zu 2, kurz vor der Pause. Puh. Na, wie gesagt, es sind noch 4. Es sind noch 4. So, das gibt die gelbe für Rakitic. Ja, wie gesagt, Sebeldia. Oyarzabal! Reine Knick, kurz vor der Pause, 1 zu 3. Und wieder braucht sie die ja 5. Und natürlich am besten ein Foto mit dem Sevilla-Fanblock. Das kommt immer gut. Aber viel zu einfach. Wieder ist es die Nummer 23, wieder ist es Marcao, der da schlecht steht. Hat sich ja schon mal den 0-2 schlecht angestellt. Und plötzlich steht es 1-3. Das hier so ein kleiner Hoffnungsschimmer, so ein Hoffnungsfunke von Enisiri mit seinem Treffer. Quasi direkt im Gegenzug. Acuña. Nein. Und der Enisiri nochmal mit der kleinen Chance. Kurz vor der Pause, jetzt gibt es nochmal Ecke. Jetzt irgendwie diesen Eckball überstehen und nicht mit 2 zu 3 in die Pause gehen. Lamela mit dem Eckball. Der Kopfball ist drin. Zwei Dinge. Passen wir auf den Muriel auf. Der hat, wie gesagt, uns damals, glaube ich, in der Liga, hat er uns 3 Stück reingeballert. Und mit dem, diesem 1 zu 3 in die Pause gehen. Nein, beides nicht passiert. Muriel trifft 1-2-3. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Raul Garcia mit dem Stellungsfehler, kommt überhaupt nicht in den Zweikampf und dann ist es der plötzlich der Treffer. Scheiße. Ja, aber es sind noch 4. So, ich werde jetzt Doppelwechsel machen. Warum meine Doppelwechsel? Ganz einfach. Ich möchte Gurusabel hinten rausnehmen, weil der plötzlich, der ja gelb vorbelastet ins Finale, bis vorher im Finale gesperrt wird, hole ich den Vivian rein für den gelb vorbelasteten Innenverteidiger von Sebeldia. Das heißt, ich gehe umgehe zwei Sperren in der Halbzeit, jetzt zur Halbzeit. Das heißt, ich kann mit der vollen Kapelle auflaufen. Dani Vivian. Und dann. Hallo, denke ich bei dem. Ja, ich träume ja schon wieder von der Rückwärtsaktion von Kepa. Wo wir gerade wieder, wo wir bei komplizierten Namen sind. Aber ob ich den kriege. Guck mal, was in der neuen Saison, wie viel Geld finanziell Geld drin ist. Und dann ist es. Unser Keeper, der es macht. Handspiel. Ja, war ein Handspiel. Ich dachte, zumindest der Schiedsrichter, für mich war es Kopf, aber sie. Super. Sie greifen an, man spürt diesen Schwung, wollen sie jetzt. Garcia! Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht zu hoch. Williams. Ja, Muriel hat sehr viel. Vom Spiel. Für Williams war es jetzt mehr oder weniger die erste Chance. Haben Sie den Ball. Gut gemacht. Sie rücken schön nach, bieten Sie an. Oh, gefährlich werden können. Vorteil, okay, 50er. Ja, Sevilla kommt jetzt so ein bisschen. Die wollen ja natürlich wissen, okay, wir brauchen noch 4. Lass uns jetzt mal eins machen erstmal. Williams. Ah, und der guckt den vorbei am Tor.
Wechsel bei Sevilla. So, Ecke kommt. Sie bekommen den Ball nicht raus. Tirai. Williams. Guter Zweikampf. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne wieder Abseits, okay. anschauen. Macau. Mit seinen Zweistellungswert. Also 2 zu 3 steht es momentan. Ich meine, eine knappe Niederlage wäre nicht schlimm. Der Abstand zu. Das ist nicht wahr, ey. 3-3. Und dann hat der so ein Dusel noch. 3 noch, Sevilla. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die Chance noch klasse pariert. Und dann so ein Glück, da war überhaupt keine Chance mehr in den Zweikampf reinzukommen. Und die wird genutzt. Und sie kommen hier zurück. Das war der Ausgleich zum 3-3. Ja, aber wie gesagt, noch ist alles in Ordnung. Ich will das Ding nicht. Aber noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird's. Ja. Wie gesagt, lass die jetzt noch mal eins machen, dann sieht das wieder eine Nummer anders aus. Williams. Kein Abseits. Raul Garcia kommt aber nicht rein in den Zweikampf. Und Maurice ist nicht im Kader. Gefährlich. Das heißt, oh, Muriel, Achtung! Tor! Wieder sein Dreierpack, wieder Dreierpack. Lupenreiner Hattrick. Ja, Lupenrein war es nicht, weil es der erste Treffer kurz vor der Pause war. Aber plötzlich führt Sevilla und sie haben nur noch zwei. Wir haben das Hinspiel 5-2 gewonnen und davon zehren wir noch. 4-3 der Spielstand, das erlebt man auch nicht alle Tage. Raul Garcia. Garcia! Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Montiel. Der Weltmeister, der Argentinier. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Aber wie gesagt. Jesus Corona. Rakitic, und er hat die Riesenchance im Anschlusstreffer. Wenn der passt, ist das Thema ganz offen wieder. Immer wieder schaut er, wo ist die Lücke. Super gemacht, gute Verteidigung. Und er passt auf dahin. Fernando. Ja, guter Pass. Bei ihm ist Endstation. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. So, und jetzt hat Raul Garcia die große Chance, das Ding zu entscheiden. Er macht es. 4-4 und wir bleiben ungeschlagen. In der Nachspielzeit machen sie hier den Ausgleich. Da sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Und die Frage ist, geht da noch mehr? Boah, trifft der Rakitic. Jetzt hier 5-3 und dann sieht das Ganze wieder etwas anders aus. Nein, er trifft die Latte und quasi im Gegenzug mit dem Schloss trifft das 4-4 für uns. Und wir sind drin, wieder in der Partie. Gut eingestellt. Das Spiel ist aus und damit stehen die Gäste nun also im Finale. Sie haben also das Finale erreicht. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich nach einem 5-2 im Hinspiel nochmal so zittern muss. Das ist überzeugend. Sie sind zum richtigen Zeitpunkt in Bestform. Genauso wie der Trainer sich das erhofft hatte, wie die Fans sich das erhofft hatten. Und das verspricht, glaube ich, zumindest. Aber nochmal. Nur durch dieses 5-2 im Hinspiel ziehen wir ein. Am Ende mit 6-9. Mit einem 3-Tore-Vorsprung. Aber wie gesagt, das hätte auch mal durchaus anders ausgehen. Sevilla war plötzlich drin in der Partie, und zwar so richtig. Wir haben 3-1 geführt hier auswärts.
Es war eigentlich alles angelegt, alles klar. Und dann plötzlich dieser Treffer nochmal. Dann trifft er dreimal und dann jetzt 4-3 und dann fängst du wieder ein bisschen mit Nachdenken an. Aber gut. Im Finale der Gegner ist der FC Villarreal. Erstmal durchatmen gerade so ein bisschen. Aber was für ein Spiel? Kein Spiel. 80.000 Kilo fürs erreicht im Finale, ja, mein Gott. Gut, der nächste Gegner ist Betis und das sehen wir uns dann in der nächsten Episode an. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play FIFA 23.